Hallo meine Lieben, wir sind auf dem Weg nach Schönau und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei unserem ersten Urlaubsvlog. Wir sind jetzt im Auto, wir sind seit 3 Uhr wach, 3 Uhr nachts, es ist jetzt 5. Wir haben ja gestern Abend noch richtig viel gemacht, also wir haben noch Koffer gepackt. Ich war eigentlich so spät dran, also eigentlich packe ich meine Koffer immer 2 Wochen vorher. Aber ich weiß ich nicht, irgendwie hatte ich keine Motivation immer und ich hatte auch so viel zu tun die letzten Tage, dass wir gestern Abend noch Koffer gepackt haben und dann haben wir die Wohnung noch aufgeräumt, weil ich wollte ja alles sauber haben, wenn ich wiederkomme und dann mussten wir die Katzen noch füttern und ja, wir hatten auf jeden Fall heute Morgen schon richtig viel zu tun. 1,5 Stunden haben wir da noch rumgemacht und jetzt sind wir seit 30 Minuten ungefähr unterwegs, haben auch schon die ersten 40 Kilometer jetzt hinter uns, genau, es sind noch knapp 1000 jetzt. Und laut Navi sollen wir 9,5 Stunden brauchen. Schauen wir mal, wie viel es am Ende ist, wegen den Pausen. Jetzt noch 9 Stunden, ja. Oh, eine halbe Stunde hast du schon gut gemacht? Eine halbe Stunde. Ach so, ich dachte 38. Ach so, okay. Ja, also 9 Stunden. Mal schauen, wann wir dann da sind. Ich bin echt richtig aufgeregt. Also Lia macht das auch ganz toll. Wir sind ja extra in der Nacht losgefahren, damit sie schön müde ist. Aber wir dachten, sie schläft direkt im Auto, aber nö, noch ist sie wach. Aber sie ist auf jeden Fall richtig müde. Sie kratzt sich die ganze Zeit am Ohr und das ist so ein typisches Anzeichen, dass die Kleine müde ist. Und genau, Auto ist voll. Hinten seht ihr gar nicht, aber wir haben Kinderwagen dabei, Koffer dabei, die Trage dabei. Alles dabei, was man halt für so ein Kind braucht. Aber ich finde tatsächlich, dass wir ganz schön wenig Gepäck so an sich dabei haben. Dafür, dass man mit Baby eine Woche wegfährt und dann auch noch mit Stoffwindeln. Also ich finde, es hält sich in Grenzen, oder Schatz? Ja, der Kofferraum ist ja nur bis zur Hebelablage hinten voll. Also der ist nicht überfüllt. Also das geht voll. Gut, wir haben noch eine Tasche auf dem Beifahrer, aber sonst, es geht wirklich total in Ordnung. Ja, genau. Und jetzt schauen wir mal, wie gesagt, wie lange wir fahren, wann wir die erste Pause machen. Und wir haben genug Verpflegung dabei, also wir könnten auch hier campen im Auto, weil wir so viel Essen dabei haben. Rostock jetzt erstmal. Genau, Richtung Rostock und dann fahren wir über Berlin, ne? Tatsächlich einmal nach Frankreich gefahren mit meiner Klasse, damals als Klassenfahrt. Das waren 19 Stunden mit dem Bus. Das war richtig heavy. Und sonst sind wir immer nur mal nach Köln, ne? Ja, Sonneberg, Eschwege, sowas. Ja gut, Sonneberg. Ja, na gut. Wir werden auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und euch auf dem Weg hier mitnehmen und schauen, wie das dann so mit Baby läuft. Ich bin echt super aufgeregt. Mit Lia sind wir bis jetzt erst einmal nach Eschwege gefahren. Das waren 6 Stunden. Da sind wir aber auch über Nacht gefahren. Und da hat sie die ganze Zeit nur geschlafen. Auf dem Rückweg, auf dem Hinweg war sie wach. Aber das ging, da war sie ja noch ganz klein. Ein halbes Jahr höchstens. Aber jetzt bin ich echt gespannt, wie sie das mitmacht. Aber wir werden auch einen Spielplatz ansteuern nachher, damit sie nochmal richtig ausgepowert wird. Genau. So, wir machen jetzt die erste kleine Mini-Pause. Die Kleine hat jetzt gerade noch mal eine halbe Stunde geschlafen schon. Und ich habe in der Zeit ein bisschen Video geschnitten und sowas. Und Felix repariert gerade meine Kamera. Die hat nämlich den letzten Sturz von Lia wohl nicht so gut überstanden wie gedacht. Leider. Wie sieht's aus? Wo sind wir? Oh nein. Ja, die Kleine läuft hier gerade so ein bisschen rum. Tessi, pass auf, ich bin Autokampf. Genau, dann machen wir jetzt kurz mal eine kleine Pause. Haben gerade auch einmal gewickelt. Und Felix und ich haben auch schon ein bisschen gefrühstückt, gerade als die Kleine geschlafen hat. Und jetzt wird die Kleine, denke ich, auch gleich mal was essen. Genau, dann mal schauen. Wir wurden übrigens umgeleitet, also wir haben jetzt einen anderen Weg. Irgendwie dauert es eine halbe Stunde länger, sind aber 100 Kilometer weniger, weil irgendwie eine Autobahn wurde gesperrt. Aber mal gucken,
Immerhin ist er wieder zurück jetzt. Mhm. So weit bin ich schon. Felix ist hier mein Technik-Freak. Aber ich denke mal, dass da ein neues Objektiv her muss. Das sag aber auch gleich, ja. Das ist immer, wenn wir in Urlaub fahren, geht diese Kamera kaputt. Ich hatte die schon mal, ein Modell davor. Und jetzt sind wir in Urlaub gefahren, dann ist sie auch kaputt gegangen. Und dann haben wir im Urlaub noch eine neue gekauft. Also diese dann. Alles gut, Schatz, ich hab sie doch im Blick. Felix tüftelt da noch ein bisschen rum. Und die Kleine läuft ein bisschen mal die Beine vertreten. Wir sind hier übrigens mitten im Wald. Das ist irgendwie total kurios. Eben sind wir auf einer Autobahn gefahren und rechts und links nur Wald, kilometerlang. Das war richtig schön und das riecht unglaublich gut. So nach Tanne und Wald und so. Voll schön. Ja. Komm, Schatzi. Damit gehen wir zurück zu Papa. Komm. Papa! Ne? Hase? Ich zieh mir gleich auch mal was über. Ich habe die Kleine gerade schon angezogen. Weil es war dann doch ist ein bisschen kälter als gedacht. Ja, komm! Ja, jetzt werden wir mal gleich wieder losdüsen. Dann mal gucken, wo uns der Weg hinschlägt. Kleine Maus. Ja! Mama kommt und holt dich. Mama kommt und holt dich. Mama kommt und holt dich. Aha, gefangen. Gefangen, mein Schatz. Komm. Wow. Wow, ja. Komm, mein Hase. Wollt ihr noch was zu trinken holen? Ihr lauft schnell zu Papa. Schnell zu Papa. Schnell zu Papa. Hey. Schnell zu Papa. Oh, falsch, Muggi. Falsch. Komm, wir holen dir noch was zu trinken, mein Hase. Also ihr seht, wir haben echt noch total viel Platz. Einmal Koffer, Trage, Stoffwindeln, Wickeltasche. Also wir sind da echt gut bei, was den Platz angeht. Und hier hat die kleine Maus auch ihr Trinken. Lia! Schatzi! Schon wieder rennt sie weg. Schon wieder rennst du weg. Schon wieder rennst du weg. Mmh. Deine Haare leuchten so bei dem Licht, mein Schatz. Hier bleiben. Wir sind jetzt an einer Raststätte und gehen jetzt auf den Spielplatz. Komm, machen ein bisschen Pause. Felix isst gerade schon was. Der muss sich mal ein bisschen die Beine vertreten, hat er gesagt. Wir haben jetzt ungefähr 440 Kilometer. Wir haben ungefähr 40 Kilometer Schuss. 400 Kilometer geschafft. Kleine ist immer noch wach die ganze Zeit. Also ich habe ja eben gedacht, dass sie nochmal schläft, aber nö, sie ist die ganze Zeit wach und malt hier. Wir haben ja extra so ein Buch gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Oh, dieses hier. Also wir haben hier dieses Malbuch gekauft. Das ist total cool, wenn man das eben nur mit Wasser macht. Und da hat sie jetzt auch schon ganz fleißig gerade gemalt. Ist aber schon wieder trocken. Ist mega praktisch, weil ja, gibt eben keine Sauerei außer Wasser. Und sonst spielen wir hier mit ihrer Toni-Box. Wir haben alle ihre Tonis mitgenommen und dann kann sie ein bisschen mit der Toni-Box spielen. Oder Flaschen auf- und zudrehen, ist auch ganz beliebt bei der Maus. Genau, jetzt werden wir kurz auf den Spielplatz hüpfen. Können wir ein bisschen spielen, dass die Kleine sich nochmal austobt. Jetzt hier ist ihre Sommermütze. Und dann geht's weiter. Ein bisschen was essen noch, wir haben mal ein bisschen Proviant mitgenommen. Ja. Hui! Hui, oh, hier kann man drehen, ne? Guck mal. Hier kannst du auch drehen. Guck mal, kannst du auch drehen, wie ein Lenkrad. Kurze Wickelpause. Kleine braucht eine neue Büchse. Schatz? Ja. Ich glaube, die muss zu Hause sein. Oh nein. Mist, Kiste. Gut, dann ohne Wickelunterlage. Ne, mein Schatz? Bist du für eure frische Büchse jetzt? Kleine Mini-Pause. Ne? Muckmaus.
So, es gab noch mal schnell einen McFlurry für uns. Und jetzt geht's wieder runter zum Auto. Mucki, Mucki, willst du auch? Mein Lieben, wieder ein kleines Update von mir. Es sind noch 100 Kilometer. Die Kleine schläft gerade und wir sehen jetzt die ersten Berge. Ich würde sagen, ich drehe die Kamera um und zeige euch das. Ich habe sowas wirklich noch nie in meinem Leben gesehen. Diese Dimension und so. Felix war ja schon ganz oft hier unten, aber ich kenne das gar nicht und bin einfach total geflasht. Oh nein, jetzt sieht man sie fast nicht mehr. Da sind die ersten Berge. Leute, seht ihr das? Und da sind keine mehr. Da sind sie. Ich bin also sehr gespannt, wie das nachher dann in Schönau aussieht. Oh Gott, das sieht so krass aus, Leute. Schaut euch das mal an. Wenn du nachher mal im Tal drin bist, du fährst ja nachher da durch. Ja. Wir jetzt auch gleich, wir fahren ja durch. Wir fahren ja nicht über die Autobahn, wir fahren ja krass weg. Krass. Krass, krass. Lieben, wir sind jetzt in Bernau, oder? Nee, nicht mehr, ne? Wir waren in Bernau. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die ersten richtig großen Berge vor uns. Wir sind jetzt von der Autobahn runter und fahren hier so einen kleinen Pass, genau, damit wir nochmal die Berge schön sehen können. Und das ist einfach so krass, Leute. Überlegt mal, wie viele Bäume das sind, ja? Und das ist so hoch. Das ist echt beeindruckend. Oh, schaut euch das an, Leute. Wir sind im Hotelzimmer, beziehungsweise in unserem kleinen Mini-Apartment. So, glaube ich, nennt man das. Oh, Mucki, hast du einen Löffel gefunden? Lia räumt schon mal die Schränke hier auf. Genau, ich zeige euch das jetzt einmal kurz. Felix ist nämlich gerade auf Toilette. Deswegen zeige ich euch kurz einmal so unser Heim für die nächste Woche. Genau. Und dann werden wir uns auch schon, denke ich mal, ans Auspacken begeben, dass wir unsere Koffer so langsam reinbringen hier. Und dann werden wir auch schon losdüsen. Mal eine Runde schauen, was es hier so gibt. Und dann nachher nochmal schauen, dass wir noch was zu essen finden. Wir haben zum Beispiel so eine kleine Mini-Küche, werdet ihr gleich sehen. Ich zeige euch das gleich. Aber ja, man kann ja auch mal schön essen gehen, ne? So, hier ist die Tür. Hier kommt man also rein. Dann haben wir hier einen Spiegel, eine Garderobe, einen riesen Schrank. Und dann ist es ein bisschen klein hier, deswegen muss ich mich immer so drehen. Kommt man hier so. Und dann hat man hier so das Bett. Nachtschränkchen. Und dann haben wir hier um die Ecke so eine kleine Mini-Küche. Das reicht aber mit einem kleinen Kühlschrank. Da haben wir noch, in diesem Schrank haben wir noch Toaster und all sowas drin. Dann haben wir hier so eine kleine Sitzecke. Mit wir dann Karten spielen können oder essen können. Und hier haben wir das Bad. Einmal Lichter. Auch ganz klein und fein. Kleines Badchen. Meine Lieben, wir sind bereits ein bisschen am Wandern. Ihr seht hier hinter mir den schönen Königssee. Da war Felix mit dem Kinderwagen leider. Eigentlich wollten wir nur kurz gucken gehen, aber jetzt haben wir uns doch dazu entschieden, einfach mit dem Kinderwagen auf den Berg zu gehen. Empfehle ich niemanden. Aber jetzt ist es so, jetzt machen wir das so und klappt auch. Ja, hier ist wirklich angenehm. Also wir gehen gerade den Malerwinkel. Ich weiß nicht, ob einige das vielleicht kennen, aber jetzt zeige ich euch erstmal den Ausblick.